Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. So, heute gibt es mal wieder ein Haul von mir. Es ist Edeka und DM und Rossmann. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit Edeka. Da habe ich nämlich einmal von Starbucks den White Chocolate Mocha Flavor irgendwas gekauft. Genau, das ist einfach so ein Espresso mit White Chocolate Flavor und Creamy Milk steht da drauf. Und ja, die Verpackung ist auch richtig schön so weihnachtlich. Und er hat 1,69 € gekostet. Und dann habe ich noch von Lay's die Buggles Nacho Cheese. Also, die hat meine Schwester hat gesagt, die sind richtig geil. Und deshalb habe ich mir die einfach mal gekauft und die haben 1,59 € oder so gekostet. Dann habe ich mir zwei Masken bei DM geholt. Und zwar zwei von Balea. Einmal die reinigende Maske glättet die Haut mit weißer Tonerde und Zink Poren verfeinert. Für jede Haut. Und ich habe die gestern schon benutzt und meine Mitessen sind dadurch kleiner geworden. Und hört sich jetzt echt eklig an, aber ja. Deshalb habe ich mir die einfach nochmal geholt. Für 45 Cent. Und zum Ausprobieren die Totes Meermaske beugt Unreinheiten vor mit Totes Meerschlamm. Und die ist klärend. Auch 45 Cent, also kann man echt nichts sagen. Und die sind auch mega gut, die Masken. Und ja. Dann habe ich mir einen Nagellack geholt und zwar vom P2 Color Victim Nail Polish in der Farbe 349 All I Want. Und das ist so ein rosa Pinkton mit einem lila Einschlag. Und ja, der hat mir richtig gut gefallen. Für den Winter fand ich den ganz hübsch. Und der hat 1,95 gekostet. Und dann kommen wir auch schon zum vorletzten. Und das ist. Oder ist das das vorletzte? Nee, noch nicht. Das sind diese kleinen Ebelin-Eier. Die habe ich noch nicht benutzt. Aber habe sie jetzt einfach hier drin gelassen. Und ja, die sehen so aus. Einfach zum Concealer kommt man sehr gut mit hier rein. Ich wollte eigentlich von Real Techniques, da gibt es jetzt für 23 € momentan so ein Set mit ganz vielen verschiedenen Schwämmchen. Und das wollte ich eigentlich kaufen, aber ich dachte mir so, nee, dann habe ich mein ganzes Taschengeld weg und ja, genau, deshalb. Und ja, dann habe ich mir einfach die geholt. Wie die jetzt sind, weiß ich nicht. Wer Erfahrung damit hat, dann ab damit in die Comments. Dann habe ich mir das Revival Lubiang Shade and Shine Fixing Spray geholt. So sieht das aus. Ja, ich wollte eigentlich das von Essence, aber da meinte meine Freundin, dass das nicht so gut sein soll. Und da sind die Meinungen ja echt gespalten. Manche finden es mega gut, manche finden es okay, manche finden es richtig schlecht. Und ich habe mir jetzt einfach das hier geholt. Wenn das schlecht ist, hole ich es einfach von Essence und werde ich ja sehen, welches besser ist. Und ja, so sieht das aus. Und da habe ich auch schon ausprobiert. Bis jetzt ist es ganz in Ordnung. Also ja, aber das ist sehr nass halt. Also man braucht nicht mehr als zweimal sprühen. Und das letzte Produkt schon ist von Balea das Duschgel Marshmallow. Ich wollte eigentlich dieses mit diesem Einhorn drauf. Das ist ja irgendwie mit Wölkchen und Sternduft oder so. Das war aber bei mir ausverkauft und deshalb habe ich jetzt einfach das Balea Duschgel Marshmallow mit Marshmallow-Duft geholt. Das gibt es jetzt auch in 350 Millilitern und sonst war das ja immer in dieser länglichen Verpackung. Die gibt es bei meinem DM auch noch. Kostet aber auch 95 Cent, das hier auch. Das kostet auch 95 Cent, aber das einfach mal 100 Milliliter mehr drin.
Ja, sieht so aus und hier. Und ja, es riecht so gut. Ich liebe diesen Geruch davon. Nicht zu süß, aber ich liebe das. Eigentlich wollte ich auch Schokolade, aber es war mir dann doch zu schokoladig und dann habe ich es doch da gelassen. Und dann habe ich einfach das hier mitgenommen. Und ja, wie gesagt, 95 Cent. Und das war es dann eigentlich schon mit meinem Einkauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt wird ungefähr eine Woche kein Video kommen, weil ich jetzt die Woche nicht so wirklich Zeit habe, Videos zu drehen. Und ja, aber das nächste Video wird über die Glow sein. Ne, die ist auch schon nächste Woche, genau in einer Woche heute. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, tschüss!